Halleluja, dass du mal ans Telefon kommst. Ja, könntest du mich hier bitte mal abhaulen? Ja, ich war hier in der Kaufhaule und habe ganz schön viel eingehault. Ja, es wäre schön. Ja, nimm bitte das große Auto, den Hauli. Ja, und wenn du den Hund mitnimmst, setz ihn in den Heulkorb auf. Ja, Schatz, das schaffst du, das wirst du schon aushalten. Ja, ich stehe hier direkt an der Straße, du kannst direkt anhalten. Ja, du weißt nicht, was du mir will? Schatz, ich habe einfach ein paar Klemmbausteinsets gekauft und möchte jetzt verdammt nochmal ein Video darüber machen. Und wenn du nicht weißt, was ein Haul ist, ja, dann kannst du dich auch scheiden lassen. Tschüss. Zarzat aus Berlin, ich grüße euch an diesem 25.12.2021. Erster Weihnachtsfeiertag. Yeah! Ich denke mal, die ersten werden schon fette, dicke Bäuche haben von Gans und sonstigen Federvieh oder die Vegetarier natürlich von Ersatzgänsen. Ansonsten, sehr schön. Seit heute ploppen in Instagram, YouTube-Benachrichtigungen nicht mehr 1.012.23 Benachrichtigungen darüber auf, dass irgendjemand irgendwo seinen Adventskalender von Lego geöffnet hat. Puh! Ey, können wir euch erzählen, dass dieses wundertolle Mini-Bild hier, wenn ihr mal in die Kamera halt, das Beste auf der Welt ist? Yeah, geschafft. Also dafür nochmal danke. Also, boah, das hat zum Teil echt genervt. So, was machen wir heute? Wir machen heute noch eine Ergänzung zur Seegans vom De Brick Pur. Da habe ich nämlich was vergessen. Ein kleines, aber für manche wahrscheinlich nicht unwichtiges Detail. Ich zeige euch ein paar Sachen, die ich gekauft habe. Nicht alles, weil ich komme durcheinander, ob ich schon was gezeigt habe oder es ist schon auf dem Dachboden und ich. Tut mir leid, ich bin nicht der beste Haul-Videomacher der Welt. Deswegen zeige ich euch einfach, was da steht. Und ich kann euch sagen, es steht 4 zu 3 für Nicht-Militär. Die Mathematik konnte euch wissen jetzt, wie viel Sets ich hier gleich auf den Tisch holen werde. Und danach, was heißt danach, machen wir die Verlosung von dem grünen Lime Ford Mustang, der mit dieser coolen Rückziehfunktion und außerdem hat er noch. Ja, er hat eine schöne Farbe. Genau. Den verlose ich aber erst morgen, weil ich ja gesagt habe, heute der 25. kann man noch teilnehmen. Also werden wir das Ende dann morgen früh machen, am 26. direkt online mit so einem komischen Programm, was dann den Kommentar so praktisch über Glücksrad-mäßig auswählt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Steinchenhexe, dass sie mir diesen Tipp gegeben hat. Ich schreibe nicht mehr alles auf. Das war's. Die Seegans. Pass auf, ich blende euch ein, weil die Seegans ist schon auseinandergebaut und auf dem Rückweg zum René. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass man bei der Seegans etwas ganz Wichtiges machen kann. Und zwar kann man, wie ihr hier seht, das ganze Cockpit ganz hochklappen und dann eine ganze Minifigur ganz reinsetzen. In diesem Fall ist René unser Testsitzer und ihr seht, ganz toll, er fühlt sich super. Wollte ich euch noch gezeigt haben, habe ich nämlich vernachlässigt und in den Kommentaren kam die Frage nach den Minifiguren, ob man die da reinsetzen können, kann man. Sieht cool aus. Wenn jetzt irgendjemand noch eine Captain Baloo-Figur hat, perfektes Set. So, kommen wir zu den Sachen, die ich gekauft oder mir schicken lassen habe oder auch geschickt bekommen habe. Alles, was ich jetzt zeige, verlinke ich da unten. Da ist vielleicht oder der ein oder andere Affiliate-Link drunter, vielleicht auch nicht, aber ich habe es markiert. Also, oder ihr benutzt einfach Google selber, wenn euch das zu blöd ist oder ihr meint, ihr gönnt nicht mir, dann ja. Würde ich jetzt mal anfangen. Fangen wir mit dem ersten Set an, was ich geschenkt bekommen habe. Das ist aus Kulmbach. Nein, das ist aus China. Und zwar Panlos Creative Music Box. Ein Weihnachtsset. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an den Paul. Falls der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich dem Paul sauer bin, weil er mir ein Weihnachtsset geschickt hat, was ich gar nicht haben wollte. Das ist. Nein, ich mag den Paul wirklich sehr. Ich schätze ihn sehr, auch weit über YouTube und die Klemmbausteine hinaus. Also an dessen, Paul, ist das jetzt ein ehrliches Danke für die Klemmbausteine, nicht für das Weihnachtsset. Wir wollen das richtig machen. So, dann Lego. Das kleine Motorrad. Ihr wisst, ich bin ja bei Lego eingebrochen und habe den Ford geklaut. Den wollen wir noch gewinnen. Jetzt könnt ihr nicht mehr gewinnen, aber nachher wird er verlost. Und das habe ich auch mitgenommen, um es euch zu zeigen. Nein, ich habe es bei Saturn gekauft und bezahlt. Keine Sorge. 9,99 €? Ja, 99. 2 in 1, das baue ich als nächstes auf. Baue ich auch wirklich als nächstes auf. Beide Modelle werde ich zeigen. Ich hoffe, das ist schon online, also die Bauanleitung dafür, weil das zweite Modell liegt ja nicht mehr als Anleitung bei. Und ich hoffe, dass Lego es schon freigeschaltet hat, weil der offizielle Verkaufsstart ist der 1.1. Also 2.1. könnt ihr es kaufen. So, was machen wir? Machen wir was Militärisches? Ja, Militärisches. Und zwar bei
Blue Bricks habe ich mal auf Sale geklickt. Da klicke ich eigentlich selten drauf, weil so salig finde ich sie immer nicht. Aber diesmal haben sie das hier rausgehauen von Guan Guan, Guan Guan. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Wenn nicht, die Marke hier oben. Habe ich eher so einen großen Bogen drum gemacht, weil ich dachte, boah, chinesische Günstighersteller, die zum Teil ihre Modelle und Steine so ein bisschen bei Kobi abgucken. Aber ich glaube, das hat 14 Euro gekostet, ja, 14, und dann das zweite hat 12 gekostet. So ein Abschlepper, so ein Sattelschlepper, so eine Abschleppraupe mit Geschützen dran. Und von der japanischen Armee. Wo kriegt man denn mal was von der Japan? Also ich krieg den Tiger in allen Varianten, mit Autoradio, ohne Autoradio und sämtliche Halbkettenfahrzeuge in sämtlichen Lackierungen, aber japanisches Wehrkriegsmaterial? Gar nicht. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und ey, 14, 12 Euro. Hammer. Mal gucken, wie die Qualität ist. Ich habe noch nie Guan Guan gebaut und lass mich einfach mal überraschen. Jo, habe ich Bock. So, jetzt machen wir mal wieder was nicht Militärisches, ne? Und zwar von meiner dieses Jahr neu entdeckten, fast schon Lieblingsmarke, Lords. Und zwar ein Auto. Keine Ahnung, für mich ist es ein generisches Fahrzeug. Der Kenner erkennt wahrscheinlich da einen, keine Ahnung, vielleicht ein japanisches Sportcar, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich hatte das Märchenhaus von Lords gebaut. Ist hier oben auch alles nochmal verlinkt, falls ihr es angucken wollt. Und dachte mir, Haus, okay, jetzt guckst du mal, wie diese Steine und wie Lots als etwas anderes funktioniert. Und Auto dachte ich mir, ist super. Normalerweise bin ich ja kein Fan von Autos, aber da der aus Systemstein gebaut ist und nicht Technik, habe ich Bock gehabt. Lots, muah, wird gebaut. So, was gucken wir jetzt? Ach, machen wir nochmal das Militärische, dann haben wir zum Schluss noch was Viertelmilitärisches. Und zwar habe ich mir von Bluebix gekauft einen braunen Karton. Nein, ja, ich weiß, der Gag ist alt. Sekunde. Vielleicht sieht man es, ich lese es mal vor. Das ist ein Sonder-Kfz 4-1 Panzerwerfer. Also, nein, der hat hier so Raketendinger drauf, die waren eine Zeit lang ausverkauft und ich dachte eigentlich, dass diese, ich sag mal, erste Reihe von Blue Bricks Specials nicht mehr kommt. Aber sie haben es nachge ordert und jetzt habe ich es mir gekauft. 651 Teile, 1995. Inklusive Stickerbogen mit Hoheitsabzeichen. Das wird wahrscheinlich der Standard-FF-Stickerbogen sein, der jedem dieser Modelle beiliegt. Ja, fühlt sich gut gefüllt an. Ich mag diese Reihe. Viele sagen, bäh. Ich sage, ja, lohnt sich. So, und das letzte ist von DK. Also nicht aus Dänemark, sondern die Firma heißt DK. Michelin Sword. Knives that can be shaped. Ich hole mal die Anleitung raus, vielleicht sehen wir da mehr. Ich habe ja von DK mal dieses riesige Samurai-Katana, irgendeine Anime-Serie nachgebildetes Schwert gebaut. Was wirklich, ich sag mal so, von der Konstruktion und Bauanleitung, das hätten besser dressierte Schimpansen zusammengebaut. Aber hey, wann kriegt man mal ein Schwert aus Klemmbausteinen? Es gibt noch von dieses Halo-Schwert von Mega Construct, ne? Mit diesen Translierteilen, was auch ziemlich cool sein soll, habe ich auch schon, ich glaube, ja, bei Paul habe ich darüber ein Video gesehen. Und es gibt auch von DK noch dieses Schwert aus World of Warcraft. Habe ich noch nicht rangetraut. So, haben wir hier mal ein Bild? Haben wir mal ein Bild? Ja, also ja, ein nichtssagendes Bild. Ich halte es euch mal hier rein. Ich glaube, ich fotografiere es, dann sieht man es besser. Zumal es hier ausgeglichen ist und man den Ständer baut. Habe ich hier woanders noch ein schönes Schwert zum. Ne. Jedenfalls das Coole an dem Schwert ist, es ist das Schwert und wir bauen eine Scheide und das kann praktisch rein und rausgezogen werden. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt alle beim Schwert. Und ja, da habe ich Bock drauf. Das war Your World of Building Block. Das war Your World of Building Block. Das war Bluebricks, Bluebricks, Bluebricks. Saturn und das war Kulmbach. Da hinten stehen noch drei, vier Sets, aber ich habe jetzt. Weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Ich weiß so gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ist schlimm, ne? Ist schlimm. So, das war's. Habe ich euch alles gezeigt? Das nächste Video, wenn sich irgendwas Schlimmes passiert, wird diese Maschine hier sein von Lego mit dem Zweitmodell. Das werde ich bauen. Und so, dann würde ich jetzt sagen, lasse ich den 25. jetzt einfach für mich ausklingen. Mal gucken, was ich noch so mache, womit mich meine Frau noch so beschäftigt. Und ansonsten sehen wir uns einen kleinen Übergang später an meinem Rechner und dann wird der grüne.
Ford Mustang Shelby GT500 an jemanden von euch verlost. Ich drücke euch die Daumen und viel Spaß damit. Also, bis gleich da drüben. Tag, beziehungsweise guten Morgen aus Berlin. Ja klar, Berlin. Oh Gott, es ist früh. Nein, ich sitze hier in meinem Rechnerarbeitsplatz und werde jetzt Command Picker starten und dann suchen wir uns einfach einen Gewinner raus für den Lego Ford. Also, dann switchen wir mal rüber. So, da sind wir drauf bei blablabla. Ja, Command Picker. So, ich habe hier schon mal die URL vom Video eingetragen. Dann hier, Ford habe ich mal eingetragen als das Wort, was dabei sein musste. Ja, es bleiben 38 Kommentare. So, Start Rufflin Pick Random Gewinner. Ihr seid bereit? Start! Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Carapus Arbus. Aha, okay. Gefällt mir. Ist das spezieller Name? Wurscht. Also herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen hier. Ich könnte jetzt auch hier drauf drücken. Nein, du hast gewonnen. Jetzt 26.12.10.39 Uhr. Du hast das Ding gewonnen. Bitte schreib unter die Kommentare, also unter dem Gewinnerkommentar oder nimm irgendwie Kontakt mit mir auf. In der Kanalinfo ist die E-Mail-Adresse. Kannst du mich anschreiben, Bescheid sagen und ich schicke das Ding dann jetzt nächste Woche Montag oder Dienstag, so wie ich es schaffe, raus. Ansonsten war es mir eine Freude. Es hat Spaß gemacht. So, der Gewinner ist bekannt. Nochmal von mir. Herzlichen Glückwunsch an die anderen. Seid euch gewiss, es kommen demnächst wieder Gewinnspiele. Irgendein Set wird mir nicht, doch wird mir super gefallen, so gut, dass ich es an euch weiter verlose. Ich werde irgendwas doppelt extra für euch haben und euch rausschicken. Ansonsten könnt ihr heute auf kostenfreier Freundschaftsbasis Abonnent werden. Special, zweiter Weihnachtsfeiertag. Ansonsten macht es gut. Bis demnächst. Muah.